Und Nummer 3. Raus damit. Also, 3 Routen auf Grund. Endlich mal wieder am Bärensee. Schön Grundangeln hier mit den 3 Fiederrouten, die ich habe. Und wir sind auf der Suche nach Karpfen, Goldschleie und alles andere, was hier auch noch so reingeht. Und damit das auch richtig gut funktioniert, brauchen wir jetzt natürlich auch noch eine Futtermische. Das heißt, wir gucken mal eben ins Inventar nach Kokossahne. Das ist die Aromatik, die wir hier gerade verwenden. Und zack, da haben wir doch hier sogar schon Futterbällchen. Und die verwenden wir heute. Also Kokossahne, Futterbällchen. Warum die Bällchen? Naja, es geht halt auch mit Futterbällchen. Warum immer PVA verwenden? Ich werfe jetzt maximal aus, gehe also ein bisschen weiter nach hinten. Man wirft circa 20 Meter weit aus. Ich habe auf 17 Meter geklippt, also gehe ich jetzt so ein paar Meter nach hinten und werfe das so aus. Gucken wir mal. Landet das? Ja, das landet doch ungefähr da, wo ich auch bin. Und da werfen wir jetzt erstmal schön so ein paar Ladungen rein. Ich würde sagen, wir starten erstmal so mit den ersten, oha, da geht's schon ab, mit den ersten 10 Bällchen vielleicht, dass wir den Spot erstmal schön aktiv haben. Keine Ahnung, wo wir hier gelandet sind jetzt gerade. Vielleicht sind es ungefähr 10. Aber es zuppelt ja auch schon los. Ohne eine Futtermische, ohne alles. Das ist natürlich schon tipptopp. So soll das sein. Langsam mal die Bremse hoch machen. Uns langsam rantasten hier, was denn unser Setup denn so aushält. Gerade wenn man das frisch zusammenbaut, ist das ja immer so ein bisschen riskant, wenn man nicht genau weiß, wie das Set zusammengebaut ist, was das denn so aushält und wie weit die Actionbar hochgeht. So, und dann natürlich auch schön cashern immer. Wir wollen ja nicht so viel Verschleiß farmen. Perfekt. Und direkt wieder raus damit. Und es geht hier wild ab. Es geht ja wild ab. Direkt der nächste hier. Und auch hier wieder Bremse schön nach oben. Wir können die sogar ganz hoch machen, bis auf 29. Achtung, nicht zu hoch drehen. Wenn die Bremse erstmal dicht ist, kann das Vorfach auch abreißen. Hier müssen wir sogar ein bisschen mitlaufen. Und immer wichtig, schön in den Blank rein. Schön den Druck des Fisches in die Rute rein. Nicht einfach gerade dahin zielen und sagen, ja, wo ist er denn? Sondern schön zur Seite, schön nach oben am besten auch. Das geht auch ganz gut. Und einfach locker den Fisch das alles runterdrücken lassen, dass er richtig schön müde wird dadurch. Und da sehen wir uns schon, kommt der nächste Schuppenkarpfen. Na, dass das hier so guter Schuppenkarpfen-Spot ist, das ist ja nicht schlecht. Die nehmen wir natürlich auch gerne mit. So, wieder ein bisschen ziehen lassen hier. Und komm ran. Und jetzt hat er sich gedreht und ich glaube, jetzt hat er auch verloren. Wieder raus, rechte Maustaste. Oh, müssen wir wieder einpacken. Noch einmal kurbeln, jetzt wieder Space, rechte Maustaste. So ein bisschen drücken immer, klack, 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 klack. Und dann ist er schon da mit 12 Kilo. Schmeckt auch richtig gut. 12 Kilo tipptopp. Und auch hier jetzt wieder raus. Wir sind hier auf 17 Meter geklippt. Warum das Ganze, erkläre ich gleich nochmal. Wir nehmen mal jetzt hier den von der 1. Auch der hat es dringend nötig. Der will dringend raus hier. Von daher mit Shift einkurbeln. Immer schön die Spannung halten, gerade im Laufen. Dass da unten die Actionbar nicht runtergeht. Und einkurbeln das Ganze. So, schön nach oben gedrückt halten. Gar nicht so ganz viel pumpen. Also nicht kontinuierlich hier den Fisch reinpumpen. Wenn er ziehen will, dann natürlich auch ziehen lassen. Aber bisher muss ich sagen, fängt jetzt schon wirklich gut an. Und da war noch nicht mal wirklich viel die Futtermische dran schuld. Die waren auch vorher schon da. Die haben schon vorher gezuppelt. Perfekt. Direkt wieder zurück und es zuppelt weiter. Das ist ja wild gerade. Das ist ja richtig wild. Aber so soll das sein. Zack, wieder raus hier. 17 Meter. So. Und dann hatten wir hier noch. Und die 2 ist auch schon wieder in Action. Perfekt. So soll das sein. So soll das sein. Endlich mal wieder hier schön auf Karpfen.
mit dem Mittelklasse-Setup, mit den Fiederrouten hier. Ist natürlich, natürlich noch angenehmer, wenn man schon die Karpfenrouten hat. Dann bekommt man sogar noch ein bisschen mehr XP für die einzelnen Fische, weil Karpfen einfach, die Karpfenrouten einfach dann besser gewertet sind. Der erste Spiegelkarpfen, auch sehr schön. Nehmen wir natürlich auch mit. Zack, direkt wieder raus. Und es geht weiter. Ja, die Hoffnung ist hier natürlich, dass hier die Goldschleie reingeht. Ich habe auch die Futtermische so gewählt, dass es tendenziell auch interessant wird für Schleie. Wir haben zumindest hier nochmal so eine Maiskomponente mit drin. Das funktioniert immer ganz gut. Man kann das auch ein wenig abwandeln. Ich gucke gleich nochmal im Detail auf die Futtermische, wie denn die zusammengebaut ist, was man da vielleicht noch abwandeln kann. So, runter damit. Und es geht nahtlos weiter. Perfekt. Ich muss sagen, ich bin gerade schon übelst zufrieden. Mal ein bisschen was essen für Energie zwischendurch. Das sieht auch schon richtig gut aus. Und das in den frühen Morgenstunden. 3 Uhr in der Nacht geht es schon direkt los. Angekommen hier, ausgeworfen, Attacke Vollgas. Perfekt. So, komm ran hier. Übrigens auch eine ganz klassische Stelle, ne? Wenn ihr hier nicht mit Boilies unterwegs seid oder es vielleicht noch nicht könnt oder gerade kein Silber dafür habt, dass ihr euch großartig Boilies holen wollt, dann das Ganze einfach mal probieren mit Kartoffeln, mit Honigteig. Vielleicht mal einen Quarkteig reinwerfen, Weizenkorn reinwerfen. Also es gibt viele Variationsmöglichkeiten, hier Gas zu geben. Oder wenn ihr dann schon anfangt mit zum Beispiel Pop-Up-Rig, dann auch gerne einfach mal nur mit dem Maiskorn. So, Giebel nehmen wir natürlich auch gerne mit, wenn die groß sind. Direkt wieder raus damit. Und jetzt nutzen wir die Chance. Wir schauen mal hier in das Setup rein. Also, ich habe hier meine Fiederrouten. Das sind natürlich schon sehr, sehr gute Fiederrouten. Die muss man natürlich nicht verwenden. Im Idealfall holt man sich auch nicht irgendwie Fiederrouten, sondern spart direkt auf die Fortuna Carp. Wenn ihr euch da unsicher seid, ich verlinke das nochmal eben, das Was-Kaufen-Video. Und da ist es das zweite Setup, was vorgestellt wird, super essentiell für alle Karpfenangler oder für alle, die halt richtig Bock haben aufs Grundangeln. Und ja, da sind auch diese Komponenten hier in Verwendung, die ja vorgestellt werden in diesem Video. Zum Beispiel eben auch hier die Rolle dazu. Dann haben wir hier natürlich eine Monoschnur. 400 Meter würden hier drauf passen. Wir haben also eine 300 Meter Spule hier drauf. Reicht also, wir sind mit 300 Meter jetzt gerade hier unterwegs. Dann haben wir hier einen Leadcore, also so ein Blei-Vorfach sozusagen mit dem Blei. Da ist es jetzt wichtig, das haben wir in der Farbe Camo Braun bzw. Clay. Das heißt, wir haben an der Stelle, wo wir angeln, vom Untergrund her einen so dunklen Untergrund, einen Clay, einen lehmfarbenen Untergrund, schlammigen Untergrund, also irgendwas so in dieser Richtung. Und nicht einen grün-grasigen Untergrund. Dafür müssten wir das Ganze dann am besten umbauen auf ein grünes Blei und auf ein grünes Leadcore. Diese beiden Komponenten hier sind mit auch entscheidend für eine gute Frequenz oder nicht. Verscheucht oder verscheucht nicht. Vorfach, nicht wirklich interessant. Ich will hier jetzt gerade wieder mal einen 15 cm, kein so extra langes, sondern ich will einfach gucken, dass hier jeder Biss auch gut reingeht. Ich glaube, da zuppelt hier schon wieder die Schrift, das heißt, wir haben wieder mächtig viel Bisse. Also Vorfach ist nicht relevant, da ist die Farbe nicht interessant, da ist das Material interessant und die Dicke, das ist da entscheidend. Aber die Farbe ist da absolut wurscht, zurzeit noch. Vielleicht kommt das irgendwann mal rein ins Game, aber im Moment ist da noch nichts mit drin. So, ziehen wir mal raus hier. Vielleicht gehen ja auch gleich noch ein paar Barben rein. Amure dürfen natürlich auch nicht fehlen am Bärensee und es zuppelt direkt weiter. Hier ist auch noch was dran, sehr schön. Eigentlich bin ich auf der Suche nach Goldschleie. Das heißt, normalerweise würde ich mich ja schon über die ersten Schleien hier freuen. Aber wenn hier natürlich die Schuppenkarpfen auch so gut reingehen, nehmen wir die natürlich auch mit, ne? Schuppenkarpfen immer gerne. Gerade in so einer guten Frequenz hier. Ja,
Da sind die Spiegelkarpfen nicht ganz so ergiebig vom Silber her, aber auch die nehmen wir natürlich mit. Und auch hier wieder gucken, dass die schön im Wasser bleiben. Einfach so intervallmäßig klick, 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 rechte Maustaste, dass man das so ein bisschen hält. Und nicht so rauspullen, damit hier das ganze Gewicht des Fisches auf Setup landet. Das wollen wir vermeiden. So. Ja, so viel zu dem Setup. Einser Haken reicht völlig. Ganz wichtig jetzt, weil wir ja das Ziel haben, auch die Schleien zu fangen. 16er Haken. Hat jetzt zwei Vorteile. Zum einen, wie gesagt, wir haben die Chance eben auch eher, dass man eine Schleie reingeht. Zum anderen haben wir einfach eine hohe Frequenz. Je größer die Boilies, umso geringer werden dann eben auch die Frequenzen. Man sieht das dann irgendwann ganz deutlich, wenn man mal auf so ein 20-Plus-Boilie wechselt, 25er oder sowas, dann dauert das schon mal sehr, sehr lange. Aber dann hat man eben auch die Chance auf sehr, sehr große Karpfen. So, das Setup zum einen. Und jetzt brauchen wir natürlich nochmal gleich einen Blick in die Futtermischel, damit das Ganze hier komplett ist. Ja, warum jetzt hier an der Stelle zum Setup nochmal? Warum dieses Blei? Wir haben, wenn wir hier stehen, bis ungefähr 15, 16 Meter alles grün und grasigen Teppich. Und man sieht das so ungefähr. Hier vorne endet das mit dieser Graskante. Also bis da vorne hin ist alles grasig und wenn wir dann hier auf 17 Meter den Clip einstellen, ist das komplett ausreichend. Dann sind wir da wieder im schlammigen Bereich oder im lehmigen Bereich und damit sind wir da genau in der Area, dass wir da eben, zack, da vorne in der Area eben schön die passenden Bleie dann verwenden und das passende Leadcore. So, rein damit hier und jetzt kommt gleich noch der Blick in die Futtermische. Und ich hoffe, dass hier dann auch gleich noch ein paar Schleien reingehen. Jetzt mal eben kurz gucken. So, also ihr seht, das funktioniert auch ohne PVA. Es gibt ja immer sehr viel Mimimi. Nur PVA, ja, ohne PVA fängt man nichts. Also, das hier ist die Futtermische, gerade reingeschmissen. Mais als Basis, das ist hier das Lockmittel sozusagen, um auch die Schleien mit reinzubringen, Mais als Basis. Wenn ihr Boilies noch nicht zerschreddern könnt, hier ist ein 22er Boilie gemahlen drin, muss man nicht machen, ist auch sehr, sehr teuer. Aber hier nochmal einen Maiskorn reinbringen oder man nimmt einfach nur ein Sahne-Feed-Pellet mit rein. Oder man macht hier vielleicht auch sowas wie Biskuit nochmal mit rein, was Süßliches mit rein. Also hier kann man wirklich ein bisschen variieren oder ihr macht hier Käse mit rein. Also das sind alles so Komponenten, wo die Schleie drauf steht. Und der Rest ist komplett ausgelegt auf unser Setup und auf unsere Köder. Komplett auf Kokossahne. Und ja, ihr seht, was hier abgeht. Es funktioniert sensationell. Aber noch nicht die Schleie. Ich bin sehr gespannt. Ich werde es hier auch noch ein bisschen weiter durchziehen. Aber bisher muss ich sagen, alles schon tipptopp. Wir gucken ja, können gleich mal am besten noch mal kurz in den Kescher reingucken. Dann habt ihr ungefähr noch einen Einblick, wie effektiv das hier sein kann. So, die ziehen wir hier mal eben auf die Schnelle. Die kleineren. Und den nehmen wir hier auch noch mit. Und dann werfen wir noch mal kurz einen Blick in den Kescher, ob sich denn das Ganze jetzt hier auch schon gelohnt hat oder nicht. Also, Schuppenkarpfen in der Größe. Ich bin schon ganz zufrieden. So kann das gerne weitergehen. Wir schauen noch mal eben kurz rein. So, und da sind wir hier im Camp. Wir sind hier übrigens weit, 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 weit weg von der Zivilisation. Von daher, wenn ihr hier hingeht und euch denkt, ja, da kaufe ich mir einfach vor Ort alles. Hier gibt es keinen Shop zum Einkaufen. Hier sind wir wirklich irgendwo weit draußen in der Pampas. Keine Zivilisation in der Nähe, also auch kein Shop. Dementsprechend einkaufen, vielleicht vorher am Wolchow oder sowas. Und dann geht es hier hin und dann kann man hier auch die Karpfen kloppen. Also 116 Silber in einer Fangzeit von 12 Minuten. Erster Karpfen und Attacke Vollgas. 116 Silber. Ich mache jetzt hier noch weiter. Kratsching machen wir schon mal. Ich muss noch ein paar Goldschleien kloppen. Karpfen rausziehen. Läuft einfach geradezu wild. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags, 19 Uhr. Petri.